Servus Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So wie versprochen, sorry, machen wir heute oder probieren wir heute die Quest mit der Schlangenhaarigen. Dafür müssen wir jetzt erstmal mit dem Informanten sprechen und da steht da, begib dich zu dem Jäger in den Dorf auf Chios. Da bin ich jetzt schon hingereist und da schauen wir doch jetzt mal, wie es hier weitergeht. So, Bild macht Gerät an. Lass mich raus. Lass mich raus. Die lassen wir mal in Ruhe, die können wir später vielleicht noch eventuell machen. Dann schauen wir mal, vielleicht können wir heute schon gegen Medusa kämpfen. Die Töchter der Artemis sind genau, wo Brees sagte. Die Höhle mit dem Schlüssel muss in der Nähe sein. Die Töchter... Das ist der richtige Ort. Das ist es. Da wären wir. Okay. Dann schauen wir noch gleich mal. Da kommt Wolfsfleisch. Straffe Muskeln. Daran wird das Rudel eine Weile kauen. Als neue Anführerin beugen sich die Wölfe meinem Willen. Das kann doch... Stimmt, wir haben ja die Quest gemacht. Die Anführerin sei eine Adlerfrau. Richtig. Ich besiegte Daphne im Kampf. Dein Leben und das deiner Bestien gehört mir. Tja, Bitch. Wie kann ich dir dienen? Ich bin eine Freundin von Brees und Ligia. Ligia? Wem hat sie jetzt ans Bein gepinkelt? Der Schlangenhaarigen. Du bewachst eine Scheibe, die die Tür zur Gruft der Kreatur auf Lesbos öffnet. Ich muss Ligia retten. Was unser ist, ist dein, Adlerfrau. Du kannst die Höhle betreten und die Scheibe nehmen. Doch wisse, nicht nur ich bewache sie. Wölfe? Bären. Malaka. Okay, können die Höhle beschaffe das Relikt. Die Scheibe aus Ligias Geschichte. Ich hoffe, sie öffnet die Gruft der Schlangenhaarigen. Oh, passt. Schauen wir uns noch die anderen. Wir müssen ja noch mehr machen, oder? Wir haben noch hier nochmal ein paar Fragezeichen. Dieses Dorf wirkt irgendwie anders. Da war noch so eine Höhle. Hm.
Alter, liegt er immer noch. Kios Bärenfell. Stiefel der Töchter der Artemis. Was brauche ich die? Machen wir Licht an hier. Hier ist noch eine Kiste. Jagdbogen. Höhle der Artemis abgeschlossen. So, dann hätten wir noch, glaube ich, eine Hülle noch. Die war hier hinten irgendwo. Nimm mir was? Nee, tun wir gar nichts. Die gehören ja eigentlich zu mir. So, dann schauen wir doch mal, wo es weitergeht mit der Quest. Schatten der Schlange, das haben wir. Speer. Finde den Söldner und sprich mit ihm über den Speer. Kehre zu Bries zurück. Lesbos. Hier haben wir schon wieder so viele Quests, ey. So, Lesbos ist hier. Ein Söldner auf Lesbos behauptet, die Schlange getötet zu haben. Er wartet auf dem höchsten Gipfel in der nordöstlichen uralten Perle. Er wird hier sein. Wir porten einfach mal. Dann gucken wir mal, was uns hier zu sagen hat. Da ist der Tempel auf dem Hügel.
Entschuldigung? Wir werden in Dunkelheit geboren und erheben uns zu den höchsten Gipfeln, bevor wir wieder in der Dunkelheit versinken. Ein Krieger und ein Sophist. Mal was anderes. Das ist keine Philosophie. Es ist Wahrheit. Erlernt durch Gewalt, Schicksal und das Böse. Das wahre Böse. Du sprichst von der Schlangenhaarigen? Die Kreatur. Als sie uns draußen angriff, dachten wir nur ans Überleben. Mein Speer erlaubte mir, ihrem Blick zu entgehen. Ich hatte Glück. Meine Freunde nicht. Gib mir den Speer. Wir sind Krieger. Ihn kampflos abzugeben, hieße, meine gefallenen Freunde zu entehren. Für Sparta! Hätte noch kampflos abgeben können. Macht keinen Unterschied. Dieser Speer ist nichts Besonderes. Hier oben noch was? Ich glaube, hier war ich eh schon mal. Okay, kehre zu Breeze zurück. Breeze. Können wir irgendwie porten? Ah, wir können sogar hier porten. Jo Leute, da würde ich sagen, schauen wir noch mal rein. Vielleicht können wir die Schlangenhaarige jetzt erledigen. Kehre zu Breeze zurück. Hier, Breeze. Der Söldner wusste nichts. Er schaffte es gar nicht erst in die Gruft. Welch Zeitverschwendung. Ligeia wartet und wir haben nichts getan, um ihr zu helfen. Das stimmt nicht ganz. Der Söldner trug diesen Speer bei sich. Mit ihm will er die Schlangenhaarige getötet haben. Nein, nein, die Kreatur entführte Ligeia. Sie kann nicht tot sein. Sie wartet in ihrer Gruft. Dann gibt es etwas an dieser Geschichte, das wir noch nicht verstehen. Hast du einen Weg in die Gruft gefunden? Ligeias Geschichte stimmte. Die Töchter der Artemis hüteten diese Scheibe. Schaut so aus wie den Schlüssel, das... Ich kann die Gruft öffnen. Haare drauf sind. Du hast doch keine der Töchter verletzt, als du die Scheibe nahmst, oder? Ah, es bestand kein Grund zur Gewalt. Die Töchter der Artemis bemerkten mich nicht einmal. Dann ist Tücher auf deiner Seite. Für Ligeia besteht noch Hoffnung. Ich hab Angst, Leute. Breeze, warte! Ligeia! Ligeia! Neuer Morgen. Breeze! Du weißt nicht, was dich erwarten wird. Breeze!
Okay, schauen wir mal, wie viele Pfeile wir noch haben. Was haben wir denn hier schon wieder gekriegt? Schuhe. Um sich an alle Ahnungslosen anzuschleichen. Okay, das wollte ich aber nicht. So, was haben wir denn hier? Die machen wir mal Max herstellen. Okay, also ich würde sagen, dann schauen wir mal. Wütende Schlangen. Ein schlechtes Omen. Oh. Wo sind die hin? Ist wieder hoch. Was muss ich mitnehmen, Leute? Das ganze Zeug kann ich fast nicht liegen lassen. Ich habe dir eine Rose gebracht. Finde mich und ich gebe sie dir. Okay, hier geht's nicht weiter. Was ist hier? Kleines Höhlchen. Nur ein Mythos erzählt von zu Stein gewordenen. Da wollen wir nicht hochkommen. Alter. Was jetzt? Automatisch getriggert oder was? Weil ich zu lange gebraucht habe.
Alter, hält die viel aus. Alter. Muss ich schneller sein. Wow. Okay, hier will ich den scheiß Strahl nicht treffen. Alter. So schwer ist er eigentlich nicht. Das dauert. Ich glaube, dass der Kampf halt einfach ein bisschen länger dauert. Okay, wir können direkt hier starten. Okay, da kann ich nicht ran.
Ah, jedes Mal renne ich da rein. Nein, jedes Mal. Meinst du, dass ich aufhängen kann, der Bitch? Der Scheiß wieder los.
Ligeia muss das Artefakt genommen und sich in die Kreatur verwandelt haben. Alter Schwede. Ich frage mich, wie viele wohl über die Jahre zu Schlangenhaarigen geworden sind. Oh. Richtig geiler Kampf. Heftig. Oh. Erinnern wird sich, sage ich, wohl noch mancher an uns. Puh. Heftiger Scheiß. Okay, wir haben eine neue Waffe bekommen. Schauen wir doch gleich mal. Wir können die weglegen und die hier nehmen. Müssen wir uns mal anschauen, wie die so ist. So, wir haben für Schiff die Medusa Galionsfigur. Jetzt können wir noch mal schauen, ob wir ein bisschen Waffen zerlegen können. Ich glaube, wir haben gar nichts mehr. Nee. Ich wollte eigentlich mal schauen, ob wir das Schiff irgendwie mal weiter aufstufen können, aber dabei haben wir nichts Großes. Puh, die war nicht leicht. Okay, Leute, somit würde ich sagen, machen wir noch einen Cut an der Stelle. Und ich schaue mal, was wir in der nächsten Folge machen könnten. Aber ich denke mal, eventuell ein bisschen Kultisten jagen, wenn wir dann was finden. Wir müssen, brauchen ja ein paar Hinweise noch, dass wir da vielleicht mal ein bisschen weitermachen. Genau. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, war echt ein geiler Kampf. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lasst. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Reingehauen, ciao, ciao. Euer Andi.